Telefonapparate sehen so aus. Fernsehgeräte so und Computer so. Damals in den 60ern. Und Kennedy will auf den Mond. Und zwar schnell. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Die NASA entwickelt im berühmten Apollo-Programm ein Flugobjekt. Unter enormem Zeitdruck und mit verheerenden Rückschlägen. Nach 7 Jahren dann das Ergebnis. Es ist 111 Meter hoch und besteht aus der dreistufigen Saturn-V-Rakete und dem Raumschiff Apollo. Zum Raumschiff gehören die Mondlandefähre Eagle. Sie soll die Astronauten sicher auf dem Mond absetzen. Das Servicemodul und das Kommandomodul. In dieser Kapsel befinden sich die Raumfahrer. Ganz oben die Rettungsrakete. Sie bringt die Besatzung in Sicherheit, falls beim Start etwas schief geht. Am 16. Juli 1969 wird es ernst für die Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins. Und für die Bodencrew in Houston. Ignition sequence time. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Mit der Schubkraft von 100 Düsenfliegern beschleunigen die 5 Triebwerke der ersten Raketenstufe die Rakete auf fast 10.000 Kilometer pro Stunde. Houston, you are go for staging. Nach weniger als 3 Minuten hat die erste Stufe bereits ausgedient. In der Höhe von 67 Kilometern wird sie abgetrennt. Die Rakete ist nun deutlich leichter als beim Start. Zeit für den zweiten Gang. Nun wird die Rettungsrakete abgeworfen. Die Rakete an sich beschleunigt aber weiter. Nach den nächsten 6 Minuten übernimmt die dritte Stufe. Sie besteht nur noch aus einem Triebwerk und bringt die Rakete auf eine Umlaufbahn in fast 200 Kilometern Höhe. Hier umkreist sie die Erde nochmals für letzte Tests. Erst dann bricht sie auf in Richtung Mond. Jetzt docken das Kommando und das Servicemodul an die Mondlandefähre Eagle an. Damit hat auch die Stufe 3 der Rakete ausgedient. Nach diesem riskanten Start reisen Armstrong, Aldrin und Collins 3 Tage und mehr als 380.000 Kilometer durch die Dunkelheit des Weltalls. Roger, is that music I hear in the background? Buzz is singing. Okay. We're about to tell you good night, over. Roger. Pass me the sausage, man. Good morning, Houston, Apollo 11. Hey, good morning, Apollo 11. Nice to meet you. Out of all our systems, but, Roger, they're looking great, and as far as we can tell, everything is good from down here, over. Nach einer 3-tägigen Reise durchs All erreicht das Raumschiff die Umlaufbahn des Mondes. Hier trennen sich die Wege. Armstrong und Aldrin steigen in die Mondlandefähre Eagle um, entkoppeln sie und steuern auf den Mond zu. Collins bleibt im Kommandomodul der Columbia und kreist allein um den Mond. Schon bald gibt es Probleme. Zuerst mit dem Funkkontakt. Dann das nächste Problem. Abbrechen oder trotz Alarm landen? Ist der Computer nur überlastet und sendet einen Fehlalarm? Die Bodencrew hat nur wenige Sekunden Zeit, um zu entscheiden. Roger, we got you. We're going at alarm. Sie entscheiden sich zum Landen. Eagle, Houston, you're go for landing, over. Doch wenig später schon wieder Alarm. Diesmal 12:01. Stop alarm. 12:01. Wieder entscheidet die Crew. Okay, we're go. We're go, same time, we're go. Richtig, wie sich später herausstellen sollte.
Fast gleichzeitig merkt Armstrong, dass der Navigationscomputer die Mondlandefähre Eagle auf ein Geröllfeld zusteuert. Er deaktiviert den Autopiloten und sucht manuell nach einem geeigneten Landeplatz. Da die Treibstoffreserven knapp sind, bleibt dafür aber kaum Zeit. Okay, engine stop. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. We're breathing again. Thanks a lot. Der Rest ist Geschichte. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Einigen geschichtsträchtigen Funksprüchen und Experimenten machen sich Armstrong und Aldrin nach mehr als 20 Stunden wieder auf den Weg zurück zu Collins. Nach dem Andocken ist auch Eagle nur noch unnötiges Gewicht und wird im All zurückgelassen. Für die Raumfahrer geht es zurück zur Erde. Kurz bevor sie wieder in die Erdatmosphäre eintreten, wird das Servicemodul abgestoßen. We're a minute and 45 seconds from entry. Blackout will begin 18 seconds after entry. 11 Houston, you're going over the hill there shortly. You're looking mighty fine to us. See you later. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre erhitzt sich das Kommandomodul auf mehr als 1000 Grad. There's Blackout. Ein Hitzeschild schützt es vor dem Verglühen. Und mit ihm Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins.